Hallo, liebe Nachtschattenwelpse, ich bin's wieder, euer Otti. Ich bin hier immer noch auf dem Duisburger Stadtfest. Neben mir zwei Mitglieder der Band Drammaram. Hey, erstmal. Hallo, Hi. Christi. Wie ich euch gesagt habe, wäre es vielleicht erstmal, bevor wir mit allem anderen anfangen, gut, wenn ihr euch selbst vorstellt. Wer seid ihr und was ist euer Part in der Band? Hi, ich bin Tom. Ich bin Leadsänger und Gründungsmitglied von Jammeram und bin seit 25 Jahren dabei. Hi, ich bin Lionel, der Keyboarder aus der Band und bin seit 2008 dabei. Also nicht Gründungsmitglied, aber auch schon lange dabei. Long time, man. Also, wenn vor 25 Jahren hättest du wahrscheinlich dann auch noch, wärst du sehr jung gewesen, oder? Naja, ich bin mit zwei in die Band gekommen. Ja, das ist unfair, genau. Na gut. Und musikalisch, also klar, man könnte sagen, es geht in Richtung Reggae, aber vielleicht mit dir selbst ein bisschen beschreiben, weil es ist kein klassischer purer Reggae auf jeden Fall, ne? Ihr habt ein paar mehr Nee. Einflüsse. Nee, Reggae ist ungefähr so die Bassline, die durch alles sich durchzieht, der rote Faden durch unsere Musik. Also wir stehen einfach auf offbeat-lastige Mucke und basslastige Mucke. Aber wir sind natürlich von allem beeinflusst, was uns gut gefällt. Es werden sowas wie Afrobeat, Hip-Hop, Soul, Funk, Blues, Rock. Also alles, was einfach groovt und Spaß macht zu spielen, kommt in die Wurst und dann verarbeiten wir das zur Mucke. Und ich muss dazu sagen, also ich kannte euch tatsächlich vorher nicht, habe aber von vielen Leuten gehört, ey, Musik kennt man, so habe ich neulich auch reingehört. Gefällt mir. Also Sehr das ist schon mal, gut, ne, ich freue danke. mich nachher auf die Show. Und ich würde sagen, ja, genau diese ganzen Einflüsse, es ist auch je nachdem, ich habe jetzt nicht komplette Diskografie, aber schon ein bisschen hier und da mal reingehört. Also es ist auch unterschiedlich, welche Epoche oder welches Album. Ne? Also das ist mal der eine Einfluss stärker, mal der andere. Kam mir Ja, zumindest so man vor. kann es mehr so sagen, dass auf jedem Album sehr viele Genres und Einflüsse vorhanden sind, weil es ist auch eine demokratische Band. Wir sind 8 Mann in der Band. Also hier ist nur der kleine Teil vertreten. Und jeder hat irgendwie gleiches Mitspracherecht. Das heißt, wenn der eine Bock hat, einen Hip-Hop-Song zu machen und einen Hip-Hop-Song schreibt, kann es auch sehr gut passieren, dass ein Hip-Hop-Song reinkommt. Und das Gleiche mit Reggae und das Gleiche mit Soul und Folk und Dubstep und was auch immer kommt, wo wir halt Bock drauf haben. Wir bleiben da irgendwie offen und haben, ich glaube, fast jedes Mal versucht, einen roten Faden zu uns drauf zu einigen für ein Album. Aber in den seltensten Fällen ist es passiert. Das heißt, es ist nicht eine Epoche lang nur strictly Roots Reggae gewesen, sondern eigentlich jedes Mal aufs Neue eine bunte, schöne Tüte Überraschung. Genau. Auf jeden Fall sehr abwechslungsreich auch, ne? Das ist mir gleich aufgefallen. Finde ich auch ganz spannend, aber lass uns noch mal ganz kurz zu den Anfängen kommen, da kannst du natürlich dann was sagen. Also, was hat irgendwann den Ausschlag gegeben? Wie hat das alles seinen Lauf genommen? Ja, wir haben uns Ende der Schulzeit getroffen und haben uns halt nach der Schule halt zum Musikmachen getroffen. Und da das Sam allein gewohnt hat in seinem Haus, haben wir uns halt immer dort getroffen, Mucke gemacht und dann kamen immer mehr Leute dazu. Dann haben wir in der WG gewohnt und Lionel hat unter uns gewohnt zum Beispiel. Und dadurch kennen wir den Lionel. Ah, cool. Und wir haben schon immer viel Mucke gemacht. Und der Name Jammeram kommt eigentlich auch daher, dass wir früher viel gejammt haben. Also wir sind eigentlich ohne Plan auf die Bühne und haben dort einfach gespielt. Es lag auch daran, da gab es ein Musikcafé mit einer fertigen Bühne mit allen Instrumenten und da konnte man einfach spielen, wenn man Bock hatte. Und waren wir halt die Ersten dort und haben einfach gespielt. Und, genau, so kam das mit uns. Und das Live-Ding und auf der Bühne stehen ist eigentlich das, was sich auch durchzieht die ganze Zeit immer noch. Zum Beispiel haben wir ja schon also 2 Live-CDs und eine Live-DVD aufgenommen. Also das ist auch so eins von unseren Stärken. Ding, ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin, wie gesagt, auch sehr gespannt auf die Show. Was waren denn so, also zum Beispiel die CDs, DVDs, in welchem Rahmen habt ihr die aufgenommen? Was waren das für Shows? Ah, es waren so Mitschnitte von der Tour zum Beispiel, das eine, oder? Ja, das eine ist von verschiedenen Shows, so Best of, in verschiedenen Shows zusammengeschnitten, mit Applaus vom Keemsy Reggae Summer natürlich und dann, aber das Allermeiste, das Allerbeste haben wir zufällig in unserem Lieblingsclub in Weinheim bei Mannheim im Café Central gespielt. Da ist die Akustik für uns oder irgendwie, das ist alles so stimmig und intim, so ein bisschen wohnzimmermäßig, ne, können wir Ja, das aber beschreiben. trotzdem Vollgas, ne? Und trotzdem Vollgas, große Anlage, viele Leute, die uns gut gesonnen sind, man schwitzt. Und da kam irgendwie ein Großteil der Musik für das Album her, zum Beispiel. Aber ein anderes war einfach ein Mitschnitt vom Backstage-Werk-Konzert in München, was wir alljährlich spielen und das wir auch schätzen und lieben gelernt haben. Und ja, dann, it is what it is. Ne? Dann war es einfach von der Show. Und jetzt Jam, ist das halt immer noch ein Aspekt auf der Bühne? Also, oder habt ihr mittlerweile schon, dass ihr sagt, nee, lasst uns lieber strikt eine Setliste spielen?
vielleicht müssen. Mittlerweile machen wir schon, weil wir eine Show haben quasi, also da gibt es klare Übergänge, Choreografien und alles, da bleibt dann in dem Fall, in dem Setting, weniger Raum für Jammen. Aber wenn irgendwie befreundete Künstler von uns da sind, dann fügen wir die auf jeden Fall ein, machen Feature. Wenn jemand Geburtstag hat, brechen wir auch die Show ab und singen Happy Birthday. Das Einzige, was wir nicht mehr machen, ist Heiratsanträge von der Bühne runter. Erklär mal, warum. Ja, nee, da müssen wir nicht so drüber reden. Es hat einfach bis jetzt... Wir machen es einfach nicht mehr. Okay, gut. Das wurde mehrheitlich beschlossen, demokratisch abgestimmt. Ich könnte es mir denken. Sagen wir es mal so. Nein, aber es ist ja auch so, also generell bei solchen Sachen, ne, je mehr man es macht, dann kommen ja Anfragen und so, kann man ja auch mal sagen, für die Leute draußen. Es liegt nicht daran, dass die Bands euch nicht mehr mögen, sondern einfach, irgendwann hast du nur noch, dann bist du eine Heiratsvermittlung. Okay, ja, ja, das könnte auch gut passieren. Das ist die Band, die bei denen die Heiratsanträge schief gehen auf der Bühne. Auch okay. Neuer Ruf, genau. Oh mein Gott. Ja. Aber ihr singt bestimmt auch viel über Liebe, ne? Das heißt, oh ja. Aber das ist natürlich generell ein gutes Thema. Gibt es da irgendwie auch einen roten Faden, so textlich, oder seid ihr da komplett frei? Was sind so die Themen, die euch ganz besonders... Ah nee, das ist ganz unterschiedlich. Also was uns gerade einfach so beschäftigt, natürlich ist die Liebe damit dabei, aber auch Gesellschaftskritik ist dabei oder auch Sachen, die Menschen verbinden, auch so gerade die Projekte, die wir gemacht haben, also mit dem Album, mit unseren Freunden aus Zimbabwe oder auch mit vielen anderen Musikern immer, was gerade so daherkommt, was wir gerade fühlen, das machen wir. Da wollen wir es auch nicht irgendwie festlegen auf ein Genre oder auf ein Thema. Ne? Thematisch sind wir da ziemlich offen. Also eins ist klar, wir stehen für Weltoffenheit, wir stehen für Respekt, wir stehen für Toleranz, wir stehen für Miteinander und sind auf jeden Fall ganz klar gegen jede Art von Gewalt und radikalen Denken. Da wollen wir uns davon distanzieren, aber wir wollen ja trotzdem auch Spaß haben auf dem Konzert und wollen da nicht irgendwie rumpredigen und irgendwie mega politisch da abgehen, sondern in erster Linie einfach mit einer positiven Message die Leute, mit den Leuten gemeinsam feiern. Ja gut, das ist ja, dass das in Reggae zumindest, der auch für euch, wie gesagt, eine Basis ist, immer zugrunde liegt, dieses, ne, One Love, ein Liebe. Ja, kann man sagen. Also du sagst ja am Anfang immer auch, ne, for music, love. The greetings in the name of peace, love and music. Ja, genau. Und covert ihr auch eigentlich? Nee. Ab und zu oder gar nicht? Nee. Ich frage, weil wir auf Konzertfest natürlich relativ viele Coverbands sind. Und manche sind halt, die spielen ihre eigenen Songs und streuen Cover ein. Mhm. Aber das ist bei euch kein Thema. Strictly, da können wir echt sagen, ja, streng eigene Songs. Also kein Bob Marley heute. Nee. Oder halt die Songs, die wir mit Freunden geschrieben haben, die dann nicht da sind, singen halt die Strophe von denen mit und so. Ja, ja, klar. Ja. Aber das bringt mich auch dazu. Ich habe schon, normalerweise habe ich auf dem Zettel dabei, bei euch konnte ich mir die meisten Fakten merken. Ich habe eine neue EP draußen, jetzt nennt ihr aber mal die Freunde, mit denen ihr da gearbeitet habt. Morning. Das ist ein Album eigentlich, ne? Je nachdem, wo man guckt, wird es als EP. Oder weil es eine Schallplatte ist. Weil wir eine Schallplatte aufgenommen haben. Das ist ein Vinyl. Und die haben wir mit Jacoustics aufgenommen. Und Jacoustics ist ein langjähriger Freund und Musikerkollege, mit dem wir schon damals Musik gemacht haben, bevor es uns eigentlich gab. Schon, ja. Ne? Ja. Oder gerade als wir uns gegründet haben. Und der ist mit uns auf Tournee gewesen, die letzten 4 Jahre. Und dann haben wir halt eine Scheibe gemeinsam gemacht. Und die heißt Morning. Und gibt's auch Vinyl. Und dementsprechend ist halt die Länge von diesem Tonträger halt limitiert. Und deshalb ist es eine LP, aber halt kann man auch EP sagen, weil von der Anzahl der Songs, ja, wie auch immer. Ja, das ist ja heutzutage eh relativ schwierig. Ne? Je nachdem, wie gesagt, gucke ich beim einen Streaming-Dienst, das ist als LP, beim anderen als EP. Wikipedia ist auch noch was anderes sein. Aber auf jeden Fall, das ist das aktuellste Werk und glaube ich, rausgekommen. Ja, genau. Und wenn du sagst Platte, dann stimmt es. Das ist eine Platte. Das ist das Schöne, ne? Ja. Kann man auch wieder richtig sagen. Feiern die Leute auch. Wird sehr gut empfangen. Gerade gestern, keine Ahnung, haben sie die ganzen Platten weggekauft. War cool gestern, ja. Aber es ist schön, ne? Das Artwork kann halt richtig atmen bei einer Platte. Du kannst einfach groß machen, kannst groß unterschreiben auch. Und das ist ja, bei 8 Leuten in der Band brauchst du auch Platz. Jeder von denen hat Egos und du brauchst noch mehr Platz. Und das ist schön, eine Platte zu haben. Muss ich sagen. Aber das heißt, die anderen Sachen habt ihr nicht unbedingt alle auf Vinyl rausgemacht? Wir haben auch eine Vinyl gemacht, interessanterweise auch mit einem anderen Freund von uns, mit dem Giacango. Mhm. El Pior. Vega, Rico. Und auch ein cooles Album. Das ist halt sehr spanischlastig, weil er aus Formentera kommt. Und dann haben wir mit ihm die Songs geschrieben.
Das war auch super Projekt. Da sind wir runtergeflogen nach Formentera und haben dort im November dann, als hier alles kalt und grau war, dort im super schönsten Herbst noch, also das war wie Spätsommer für uns, Songs geschrieben und die dann aufgenommen. Und auch super geworden. Und die gibt es auch halt auf Schallplatte. Wird ja auch heute passen. Spielt ihr was davon? Vom PR spielen wir nichts, glaube ich. Nee, leider nicht. Nee, haben wir eine Zeit lang. Es ist so sehr rockig und punkig eigentlich. Ja. Weil er mehr aus der Schiene kommt. Und war auch spaßig für uns. Ne? Ja, aber heute wird es ein bisschen dubbiger, ne? Ja, ja, dubbiger, reggiger. Ja, ja. Ja, aber passt dann ja auch zum Sommer. Ja. Weil mittlerweile die Wolken zumindest ein bisschen mehr geworden sind. Das heißt da gar nichts. Ja. Es ist trotzdem schwül. Eben, wahrscheinlich wird es dann noch feuchter. Ja. Feuchtigkeit. Cool. Und ich will euch jetzt auch gar nicht mehr lange aufhalten. Ihr wollt ja gleich euch so langsam mal einrufen, denke ich mal, und ein bisschen auf die Show einstimmen. Aber ich habe euch schon gesagt, ne, was auch gesagt, ihr seid auf jeden Fall sozial engagiert und alles natürlich. Mhm. Und es gibt ein Projekt, das ihr, so wie ich das gelesen habe, schon sehr lange eigentlich seit an unterstützt. Go Ahead heißt das. Wollt ihr da einfach mal den Leuten draußen sagen, worum es geht und warum euch das so wichtig ist? Also wir sagen, also eine Freundin von uns, die hat Ethnologie studiert und die ist in Kontakt gekommen mit Leuten aus Uganda und dann aus Südafrika und dann hat sie halt dort gemerkt, okay, die hatten eine riesen AIDS-Pandemie, davon hat man hier nichts mitbekommen, dass einfach die, also aus der Mitte der Gesellschaft, die Ernährer sind einfach weggebrochen, also viele Eltern und dann waren ganz viele Kinder übrig und Großeltern. So, und was halt da fehlt, ist einfach Bildung und Schule kostet einfach Geld in Südafrika und dementsprechend ist sie aktiv geworden und hat gesagt, hey, wollt ihr uns nicht unterstützen, Geld sammeln auf den Konzerten, damit die Kids halt zur Schule gehen können. Und das fanden wir natürlich eine super Sache. Und der Grund, warum wir jetzt mit Go Ahead zusammenarbeiten, das ist eine ganz kleine Non-Profit-Organisation. Und da können wir ja ganz sicher sagen, also jeder Cent kommt dort an, wo es gebraucht wird. Und die legen immer Rechnung ab, wir können uns die Bücher genau anschauen, es gibt immer Berichte. Und es ist dadurch, dass es so klein ist. Das Transparente. Genau. Ja. Und das machen wir halt, das finden wir super. Und das machen wir schon seit vielen Jahren. Mittlerweile könnte man schon eine ganze Schule bauen. Also seitdem ich dabei bin, läuft es ja eh schon lang. Ja. Also 2006. Ja, schon ewig, auf jeden Fall. Aber das ist unser Projekt, Go Ahead heißt es. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr auf unsere Webseite reinschauen. Und da haben wir auch einen Link dazu. Und genau. Die Webseite findet ihr natürlich hier unter dem Video, zumindest auf YouTube. Einfach unten runter gucken, ne? Dann kommt ihr auch dahin. Cool. Ja. Finde ich auch immer eine super Sache, also, ne, wenn man sich da engagiert und muss was vorantreiben. Gut, dann noch natürlich Werbeblock in Anführungsstrichen. Wo sieht man euch dieses Jahr noch? Nächste Woche würde ich jetzt nicht sagen, weil so schnell werde ich das Video nicht veröffentlichen, aber so generell steht schon was an, wo ihr sagen könnt, kommt vorbei. Also, wahrscheinlich auf der Website stehen. Die Weihnachtsrutsche, das spielen wir so. Stimmt. So 5-6 Shows am Stück. Das macht immer Bock. Könnt ihr mal rumschauen. Natürlich. Da spielt dieses Jahr Jacoustics mit. Ist auch geil. Und sonst müsst ihr einfach auf unsere Webseite gucken. Die Showtermine habe ich jetzt gar nicht so. Okay. Aber wie heißt die auswendig? Webseite? Ja, jammeram.de. Genau. Sonst ist wahrscheinlich hier eingeleuchtet. Findet ihr hier. Da. YouTube, genau. Da. Nicht da, sondern da. Ja, also da spielen wir in Köln. Das ist ja quasi hier um die Ecke im Stadtgarten. Cool. Am 27. Dezember spielen wir in Köln im Stadtgarten. Holt euch rechtzeitig Karten, denn es ist immer schnell ausverkauft. Sie wissen. Gut. Und habt ihr noch irgendwas, was ihr frei den Leuten mitgeben wollt? Ganz zum Abschluss. Schaut nicht so viel in eure Handys. Also schaut dieses Video fertig. Und dann nehmt die Stöpsel raus, tut das Handy weg, genießt eure Partner, genießt eure Beziehung, genießt eure Familie, genießt die Natur, kocht was Schönes. Kauft nicht irgendwie fertig gemachtes Essen. Macht Musik. Macht Musik. Freunden. Macht Poesie. Macht Kunst. Treibt Sport. Geht da raus. Macht was mit den Händen. Nicht nur im Handy. Der Mensch, der gerade sein Handy rausgeholt hat. Nee, habt Spaß, Leute. Nehmt nicht alles so ernst. Und hört euch unseren Sound an auf Spotify zum Beispiel. Jammeram. Wunderbar. Dann danke ich euch. Hat Spaß gemacht. Schönes Gespräch. Euch da draußen danke fürs Zuschauen. Jammeram wirklich auschecken. Liebe Jungs. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.